der Mediensprecher der ÖVP, Kurt Eckest, am Wort. Werte Zuseherinnen und Zuseher im Saal und im Livestream. Die vorliegende Novelle zum Privatradiogesetz gibt mir die Möglichkeit, ein wenig historisch auszuholen, was das Privatradio betrifft. Viele von Ihnen können sich wahrscheinlich noch daran erinnern, als im Jahr 1995 der erste Privatradiosender mit Antenne Steiermark on air gegangen ist. Da hat es eine ziemliche Diskussion gegeben, wie kann das sein, wohin wird sich das entwickeln. Mittlerweile sind einige mehr am Markt. Wir hatten im April 1998 dann eine Erweiterung auf 15 Privatradios und wir haben aktuell im UKW-Bereich 51 Veranstalter und im DAB-Plus-Bereich 27 Veranstalter, die insgesamt rund um 600 Mitarbeiter beschäftigen. Dieser duale Wettbewerb hat insgesamt dem Radiomarkt sehr gut getan und ich bin überzeugt davon, dass die nächsten Schritte folgen werden. In der vorliegenden Novelle zu diesem Privatradiogesetz wird es die Möglichkeit geben, im Medienverbund DAB Plus, also digitale Weiterverbreitung via Audiosignale, von 2 auf 6 Programme zu erhöhen. Die letzte Novelle in diesem Zusammenhang hat im Jahr 2010 stattgefunden. Das ist ein Zukunftssignal für alle Anbieter. Es ermöglicht ihnen den Schritt in eine zeitgemäße digitale Radiowelt. Es wird aber auch für die Hörerinnen und Hörer besser werden und es belebt und beschleunigt den Digitalradio-Bereich. In diesem Sinne bitte ich um Annahme des vorliegenden Entwurfs. Am Wort ist der Abgeordnete. Kurt Ecker von der ÖVP war das.